Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir überfallen kleine Städte. Dieses Wochenende sind wir in Hemer im schönen Sauerland, sind zurück im Rollgarten, wie auch schon 2010. Titus präsentiert die Telekom CoS Cup Serie 2011 auch hier beim Rollgarten Cup. In Bundesgartenschau oder Landesgartenschau Flavor. Es ist frische Luft, wir sind schön draußen, wir hocken in keiner staubigen Halle. Es ist sehr, sehr gutes Skaten, auch wenn man je nachdem, wo man steht, nicht alles sehen kann. Und wir haben einen Bowl Contest mit dabei. Volles Programm also hier in Hemer und ihr kriegt jetzt einen kleinen Eindruck davon, was hier los gewesen ist. Hey, Luca!
Ja, genau. So, da sind wir. Wir haben es geschafft. Wir sind verregnet worden und sind Sonntag gerade mal das Viertelfinale gekommen. Aber für Alex Ring hatte das einen recht unerwarteten Effekt, glaube ich. Erstes CS Cup teilgenommen und direkt gewonnen. Was war denn da los? Naja, nicht der erste CS Cup, aber das erste Mal, dass ich weitergekommen bin. Ja. War halt jetzt glücklich im Regen. Naja, ich meine, wäre heute doch eh auch noch was gegangen, oder nicht? Also du bist ja gestern schon sehr, sehr gut gefahren. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, sag ich. Ja. Was mit dem ganzen Geld? Sparen auf jeden Fall. Sehr vernünftig. Geld sparen ist immer gut. Das sind harte Zeiten. Ja. Bist du auf dem Splash auf? Das weiß ich nicht. Mal gucken. Mal sehen. Splash auf jeden Fall geil. 8. bis 10. Juli in Gräfenhainichen in Ferropolis. Vielleicht mit Alex, ohne mich, aber mit dem COS Cup auf jeden Fall. Also schaut entweder da vorbei. Dort da vorbei oder ihr sitzt hier? Ciao. Ah, schade Schokolade. Stehe ich hier und es fängt schon wieder an zu regnen irgendwie. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es doch ganz schön, nur trocken wird es heute nicht mehr. Alex Ring hat gewonnen, unerwartet, aber cool. Gut gefahren gestern. Wäre schön, wenn der nochmal auftaucht irgendwie. Hat auf jeden Fall das Feld bereichert. Bla 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 bla. Das war's aus Hemer. Wir sind ausgeregnet, durchgeregnet und fahren jetzt nach Hause. Und ihr guckt bitte immer schön wieder auf dieser Seite vorbei, wann denn welche Daten sind, etc. Schreibt euch den Kalender und kommt vorbei. 8. bis 10. Juli Splash Festival. Ihr seht euch.